Ja, moin zusammen, da bin ich wieder. Hier noch ein kurzes Intro zu meinem Kanal. In meinem Kanal geht es eher um romantische Beziehungen mit Narzisstinnen und Narzissten. Ich behandle hier nicht so sehr die Begriffe und ich erzähle auch eher, wie und was in narzisstischen Liebesbeziehungen abläuft. Ich bin immer noch an demselben Punkt wie auch in den letzten Videos. Und zwar arbeite ich jetzt immer noch an dieser On-Off-Phase. Und ihr seid jetzt im Off und plötzlich meldet sich die Narzisstin, der Narzisst wieder bei euch und kommt zurück. Das ist ziemlich spannend, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere, hat man sich dann natürlich gefreut, dass diese Person wieder zurückkommt. Zu diesem Zeitpunkt wisst ihr aber schon, mit wem ihr es dort zu tun habt. Ihr wisst es. Aber ihr hofft immer noch darauf, dass sich der Narzisst, die Narzisstin verändert. Und dann verabredet ihr euch, ihr trefft euch und zieht dann gemeinsam los. Was machst du in dieser Zeit? Nichts. Du bist einfach nur froh, dass diese Person wieder da ist. Umgekehrt ist es aber genauso, dass diese Person auch nichts sagt. Ihr sprecht nicht, gar nicht über das, was gewesen ist, wie man das ausräumen könnte und wie man diese Beziehung retten könnte. Und ich vermute sogar, dass das der Zeitpunkt ist, wo der Narzisst, die Narzisstin wirklich anfängt, eure Misshandlung regelrecht zu planen. Das ist so perfide. Weil diese Leute, die Narzissten, sind ja ruckzuck gelangweilt. Und was ist jetzt passiert? Der neue, die neue Supply ist langweilig. Also brauchen sie wieder einen Kick und deshalb gehen sie zu dir zurück. Es könnte auch so sein, dass die neue Person vielleicht auch die Erwartungen des Narzissten nicht so hundertprozentig erfüllt hat und dass sie merken, der Alte ist besser oder zum Teil besser. Jetzt geht es aber so, dass du noch mehr unter Druck gerätst, weil sie dafür sorgen, dass du dich nicht traust, die Themen anzusprechen. Und sie werden dich ganz, ganz schnell in die Ecke reindrücken, dass du aufhören sollst, ständig Stress zu machen. Deshalb sind sie schließlich auch gegangen. Und dann fragst du natürlich, war da jemand anderes? Hast du eine neue Beziehung? Bla bla bla. Und die Lieblingslüge der Narzissten ist, nein, ich bin nicht fremdgegangen. Ich habe das wirklich nicht gemacht. Das ist die Lieblingslüge. Und du hoffst natürlich auch, dass das stimmt. Jetzt geht das ein paar Tage und dann sprecht ihr natürlich, was hat die andere Person gemacht und ihr wollt natürlich auch so ein bisschen wissen, was da abgelaufen ist, aber ihr erfahrt nichts. Und jedes Mal, wenn ihr versucht, dieses Thema anzuschneiden, wenn ihr versucht, eine Lösung zu finden, wenn du dich fragst, wie könnt ihr es besser machen, dann zetteln die einen Streit mit euch an. Aber nicht so extrem, weil es ist nämlich hier in dieser Situation schon Folgendes, dass du schon zum Schweigen verdonnert bist. Du verdonnerst dich nämlich selbst zum Schweigen, weil du willst ja diese Situation nicht zerstören. Du willst es nicht. Du willst unbedingt, dass diese Beziehung funktioniert. Und deshalb gibst du auch immer mehr in diese Beziehung rein, wie der Narzisst dich gerne hätte, und verlierst dich in dieser Phase mehr und mehr selbst. Sie möchten nämlich, sie möchten, dass du
schweigst. Du sollst nichts mehr sagen. Weil dann haben sie sich dich genau dort, wo sie dich haben wollen. Das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass du, wenn diese Person wieder zurückkommt, dich nicht mehr traust zu sagen, was los ist. Und er braucht natürlich auch immer noch jemanden, der alles in diese Beziehung reingibt. Und das wird wahrscheinlich die neue Person nicht getan haben. Bei dir haben sie es aber sicher. Und sie machen aber nichts besser. Weil, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war das so, dass man dann so 2, 3 Tage hat das relativ gut funktioniert und die haben dann auch die Dinge gemacht, die man vorher, also bevor das aus war und man wieder zusammengekommen ist, da halten die sich dann auch ein bisschen dran. Aber nicht lange. Und dann fangen sie an, das noch extremer zu machen. Und plötzlich gehen die dann wieder alleine aus und du erreichst die dann nicht. Und wenn du die dann anrufst über und fragst, dich fragst, wo die sind, gehen die natürlich wieder mal überhaupt nicht ans Telefon. Naja, im ersten Moment denkst du dir noch nichts dabei und denkst, naja, die sind wahrscheinlich unterwegs, sie ist wahrscheinlich unterwegs, er ist wahrscheinlich unterwegs. Aber so nach 10 Minuten, eine halbe Stunde, kommt dir das Ganze schon wieder komisch vor und du klingelst nochmal durch und dann klingelst du nochmal durch. Irgendwann gehen die dann ran an irgendeinem neutralen Ort, den du auch nicht so richtig zuordnen kannst. Weiß ich, es ist ein Bahnsteig, es ist eine Straße, es ist nicht eine Bar oder irgendeine Wohnung. Nein, nein, die rufen dich dann erst an, wenn sie wieder freie Bahn haben, wenn niemand an ihrer Seite ist und sie dir diesen Müll erzählen können. Und dann fragst du, wie siehst du aus? Weiß ich, die sind dann total geschminkt oder haben sich total rausgeputzt und sagen, naja, ich war mit Bekannten weg, ich habe die getroffen, wir waren was trinken, ich habe das Telefon nicht gehört. Und dann sagst du, na, erzähl doch nicht so einen Scheiß, warum hast du dich denn so rausgeputzt? Da stimmt doch was nicht. Und dann sagen sie, sei doch nicht so irre. Sei doch nicht so irre. Und dann kommen sogar solche Vorwürfe, dass sie dir sagen, wenn du immer so eifersüchtig bist, irgendwann gehe ich fremd, dann kriegst du, was du willst. Boah, was passiert dann in dir? Du bist total erschreckt und hoffst, nee, der soll natürlich nicht fremd gehen. Und ach, warum bin ich so eifersüchtig? Das ist doch völlig bekloppt. Dann kann doch die Beziehung nicht funktionieren. Ja, in normalen Beziehungen ist das auch so. Ja, also wenn jemand völlig überdreht und super hyper eifersüchtig ist, das ist für keinen gut. Aber das bist du gar nicht. Sondern du fragst einfach nur, was deine Partnerin, dein Partner gerade macht. Du fragst einfach nur, wie es ihm geht. Du fragst einfach nur, wann ihr euch wiederseht. Ist das Eifersucht? Das machen die aber zu Eifersucht. Das ist Programm. Und die lachen sich insgeheim ins Fäustchen, weil, ich habe es in einem anderen Video auch schon mal gesagt, du denkst, die sind da alleine. Aber die sind da nicht alleine. Und gehen dann zu der neuen Person, neuen alten Supply, wie auch immer, und sagen dann, ha, ich muss jetzt gerade mal kurz telefonieren. Ja, wer war es denn? Ja, meine Mutter. Versteht ihr? Die lügen total. Die lügen total. Du wirst dann aber wieder mal wütend. Und darum werden ja auch diese Phasen immer kürzer, wenn dieses On-Off ist. Weil du dann so enttäuscht bist und denkst, ich bin jetzt genau wieder an der Stelle angekommen. Und wenn es sogar richtig blöd gelaufen ist und du dem auch wieder irgendwas verschafft hast, was die gerade brauchten, dann wird dir in diesem Moment bewusst, Scheiße, jetzt habe ich seine Miete, ihre Miete bezahlt. Und jetzt ist er aus dem Schneider wieder raus und weg ist diese Person. Dann wirst du innerlich so traurig und so wütend, dass du dann wieder auf Blocken drückst. Und dann
Das ist genau das, was sie wollen, weil du machst nämlich Folgendes. Du sitzt dann an dem Abend, drückst auf Blocken, ich will mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, gehst dann ins Bett. Und wie wir Menschen nun mal sind, wir erklären uns die Dinge so, dass sie für uns logisch werden. Dann sitzt du morgens an deinem Frühstückstisch und denkst, ich habe völlig überreagiert, das ist völlig bekloppt. Nein, drückst wieder und schaltest den Narzissten, die Narzisstin wieder frei. Dann versuchst du auch, so zu einer Zeit, wo du weißt, die stehen dann auf, gehen zur Arbeit, wie auch immer, die Person dann wieder anzurufen, weil du dich entschuldigen möchtest. Völlig krank, oder? Dann gehen die aber nicht ran. Und dann kriegst du, wenn überhaupt an dem Tag, aber wenn du irgendeine Reaktion von dieser Person bekommst, dann ist die Reaktion so, dass sie dir schreiben, du bist ein Idiot, du bist eine Idiotin und ich habe heute überhaupt keine Lust, mit dir den Tag zu verbringen und mit dir überhaupt Kontakt zu haben. Die haben nämlich gehofft, dass ihr euch noch nicht so schnell wieder zurückmeldet, weil die haben an dem gleichen Abend, wo du auf Blocken gedrückt hast, schon wieder die nächste Verabredung getroffen. Und deshalb wollen die auch gar nicht, dass du dich so schnell zurückmeldest. Und sie haben ja auch erstmal wieder das bekommen, was sie von dir bekommen wollten. Ja, er, sie ist wiedergekommen. So. Und wenn dann das passiert, wirst du ja immer mehr eingeschränkt. Du nimmst dich immer mehr zurück. Du gehst immer mehr unter in dieser Beziehung, weil du immer mehr deine Grenzen verschiebst. Und mit diesem ganzen Wissen, was du jetzt ja mittlerweile hast, diese Person, Entschuldigung, wird niemals eine liebende Person sein. Und jede Reaktion, die du denen gibst, ob positiv oder negativ, ist Energie. Daran laden die sich auf und pushen sich, dass sie das Gefühl haben, sie sind die wichtigste Person auf diesem Planeten. Das füttert das Ego der Narzissten ungemein. Und dich macht es kaputt. Versuch das nicht. Versuch das nicht. Du erniedrigst dich selbst, indem du dich wieder auf diese Person einlässt. Hör auf damit. Es wird nicht besser. Der wird sich nicht ändern. Die werden immer betrügen. Die werden dich immer ausnutzen. Lass den Knopf auf geblockt. Lass es. Okay, macht's gut. Bis die Tage. Ciao.